Hallo, Servus und Salve a tutti. Mein Name ist Christian Schlegel. Heute und jetzt ist Dienstag, der 7. April und wir haben 15:54 Uhr. In diesem kleinen Gip geht es um die Nasdaq. Und vor euch ist der Chart, eine Kerze, ein Tag. Und wir haben hier als allererstes, ich habe es ein bisschen fett gemacht, den Aufwärtstrend seit 2016. Genau wie beim letzten Film an, ich glaube, es war der 9.3., nee, es war der 13.3. So, ich hole direkt näher dran, weil da ist eine Besonderheit heute. Ta-ta-ta-ta. Der Nasdaq ist der erste Wert oder der erste von den von mir betrachteten Indizes, als da wären Dow Jones, DAX, Eurostoxx, IBEX, MDAX, Standard Poor's 500, Nikkei und SMI. Es ist der erste Index, der seine 200-Tage-Linie überbietet. Gratulation. Wenn sensationell. Naja, richtig gut. Also erst der erste. Der nächste, der kommt, ist, glaube ich, SMI. Das ist bei 10.129 im SMI. Können Sie mal schauen. Ansonsten alle anderen Indizes haben da schon noch einen ganzen Weg dran zu knabbern. Der Nasdaq ist durch. Ja, sehr schön. Gratuliere. Dann haben wir Folgendes. Wir sind also leicht über der 200-Tage-Linie, aber wir sind hier in diesem Gap-Bereich, den wir hier haben im Nasdaq, und wir sind am oberen Bollinger-Band. Also diese Bewegung, die wir jetzt hier hatten innerhalb der letzten 3 Tagen von 7.455 auf jetzt im Moment 8.277, die ist natürlich ziemlich heftig. Aber das hatten wir jetzt beispielsweise im DAX ja auch eine sehr starke, heftige Bewegung. Woher kommt das? Einerseits haben die Leute die Hoffnung, dass das mit Corona jetzt bald mal fertig ist und dass wirklich immer einer die Hand hebt und sagt, so ich hab's, ich weiß, wie mir das behelfen können. Aber, und ich glaube, das hat einen größeren Anteil, das ist schon ein mächtiger Short Squeeze hier drinne. Das ist, was ich überall so gelesen habe, der Markt kommt weiter runter. Ich denke das auch. Ich denke, also jetzt für den DAX hatte ich das neulich bei NTV gesagt, da dachte ich, ja, wir sollten nochmal auf die 10.400 gehen, da waren wir, glaube ich, bei 9.600. Haben wir heute gesehen, wir sind sogar ein bisschen drüber, wir waren bei 10.600, dann habe ich gesagt, aber dann geht das auch nochmal runter. Das ist noch nicht fertig und das ist im Nasdaq auch noch nicht fertig. Ich finde es schön, ich freue mich, dass er das gemacht hat, dass wir jetzt hier am oberen Band sind und diesen Gap-Bereich hier langsam schließen. Das ist in Ordnung. Ich gebe dem auch noch seine 200-300 Punkte. Aber für mich ist das nach wie vor ein intakter Downtrend. Und er müsste schon wirklich hier drüber gehen, um diesen intakten Downtrend nach oben zu durchbrechen. Also ich bin da ein bisschen sehr vorsichtig. Von der Technik her, MACD als Trendfolger nach dieser heftigen Aufwärtsbewegung weiterhin positiv, nichts zu wollen, gar nichts, ja, Histogramm auch heute. Wobei, wie gesagt, 15:57 Uhr kann ja noch gar nichts passieren. Sehr gut. Die Stochastik gilt als überkauft, ja, aber zeigt nirgendwo eine Schwäche. Ich finde ihn in Ordnung. Es ist okay. Ich würde jetzt nicht, nachdem das Tief bei 6.778 war, also rund 1.500 Punkte tiefer, weiß ich jetzt nicht, ob ich bin im Nasdaq nicht drin, ob ich das jetzt nochmal kaufen würde. Nö, wahrscheinlich nicht. Ich erwarte jetzt so einen kleinen Squeeze nochmal, der hier hochgeht irgendwo, aber mehr sollte das auch nicht sein. Ich habe euch dennoch ein paar Scheine mitgebracht und zwar zum einen, und das ist nämlich ganz schwierig diesmal beim Nasdaq, ich habe den hier, 7.414, der liegt unterhalb von diesem Dreifachboden hier. Dieser Dreifachboden, der war bei 7.433, der liegt 20 Punkte drunter. 7.414 von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GC1EJ8. GC1EJ8. Viel näher kann ich nicht rangehen, auch wenn ich mir den 4-Stunden-Chart hole. Da ist nicht viel näher dran. Und ich möchte dann schon unter das letzte Verlaufstief gehen. Ja? Aufwärtskorrektur, weiter aufwärts. Ja? Hier galt die Korrektur als gebrochen, weiter aufwärts. Das ist der Call. Jetzt gucken wir mal nach dem Put. Der Call hat einen Hebel von rund 10. Jetzt gucken wir mal nach dem Put. Den Put würde ich eigentlich am liebsten hier oben dran setzen. Das war auch hier runter, Korrektur weiter runter. Das heißt bei rund 9.000. Und der passt hier schon, ist ebenfalls ein 10er Hebel. Das ist in der 9.065. Ebenfalls unlimitiert, sprich Open-End-Schein von Goldman Sachs. Das ist die GB9 W wie Waltraud 2. Q. Im Moment ist, also für mich ist das ein Non-Event, ich halte mich da raus, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir, er ist mir jetzt schon zu weit gestiegen, als dass ich long gehen muss, aber er ist noch nicht weit genug gestiegen, als ob ich short gehen müsste. Sagen wir es mal so. Ich möchte ihm nochmal einen Tag geben. Wir haben eine verkürzte Woche, Freitag ist nicht, zumindest hier in Europa nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading, eine fette Beute und
auf dass wir uns bald wieder hören. Bye bye, ciao.